Jahre. Wir kämpfen mittlerweile mit der dritten Revolution. Rebellion. Ja, es ist Rebellion, sie nennen es Revolution wahrscheinlich. Den anderen geht's dagegen relativ. Ist alles ruhig, tatsächlich, ja. Also. Sehr, sehr ruhig. Hast du nicht mit gerechnet? Nee, habe ich nicht mit gerechnet. Nee, ich hätte gedacht, das wird heute stürmischer oder kürzer auf jeden Fall. Aber es sieht bisher ganz gut aus. Ich bin ganz zufrieden. Kostet denn so viel? Megaschule und Schiffe, Stationen, Sternbasen, Gebäude, Distrikte, Jobs. Verdient einfach kein Geld. Oh, das ist schwierig. Ey, ihr seid solche Geier, ne? Ihr seid wirklich solche fucking Geier, das ist unnormal. Oh shit. Wie fucking ihr am Geiern seid, das ist ja... Ach, nee, wirklich. Hä, ja, wer denn? Was denn? Das könnt ihr euch so abschminken, wirklich. Was meinst du? Da oben jetzt, da wo ich die ganze Zeit die fucking Leute cleare, da oben jetzt mit Forschungsschiffen reingeflogen kommt und euch das fucking Gebiet holen wollt. Uiuiuiui. Da geht's ja heiß, ja. Ja, kann ich schon vergessen. So, ich habe jetzt endlich alle Gebiete wieder eingesetzt, die ich verloren habe. Energie ist mal wieder leer. Oh, das ist nice. Das kann man gut gebrauchen. Alter, kann man Habitate irgendwie abreißen, niederbrennen? Nein. Oh, da ist endlich der Titan mit der Aura. Der ist wichtig. Das ist wichtig. Technology discovered. Oh mein Gott. Geil. Okay.
Ships upgraded. Locker cleared. So. Ui, das ist nice. Wollen wir erforschen Schlachtschiffe oder Zitadellen? Nö, wollen wir nicht. Du hast noch kein Schlachtschiff und Zitadellen. Ich habe noch keine Schlachtschiffe und keine Zitadellen. Das ist korrekt. Ich hatte andere Probleme, sagen wir so. Ja. Ich gebe dir mal einen kleinen Boost. Yay. Bist du der Zweite? Ich nehme einen kleinen Boost. Dylan erhebt Anspruch auf mich, auf mein Gebiet. Technology discovered. Oh oh. Alarm! Alarm! Willst du den totalen Krieg, Dylan? Wir könnten. Ja. Ja. Brauch auf jeden Fall die Gebiete. Warum? Warum nicht? Weil ich hier eigentlich umzingelt bin. Ja, und? Es gibt halt irgendwann kein Wachstum mehr. Doch, Wachstum also, ist immer wichtig. Die paar Systeme da oben, die noch frei sind, das sind meine. Boah, das werden wir ja sehen. Sagen wir so, ich meine, solange ich Avenger an meiner Seite habe, bin ich sicher. Der ist auch kein Problem. Oh, Avenger hat doppelt so stark wie du. Avenger ist doppelt so stark wie du. Ah, das weißt, du weißt ja gar nicht, was ich hab. Naja, nicht genügend auf jeden Fall. Ah, das weißt du gar nicht. Ich meine, ich kann ja deine. Ich sehe deine Flotten, ja. Ich sehe deine. So ein paar 37.366. I did it! Oh mein fucking Gott. I did it. What did you do? I did a great thing in my life. Very happy about it. Freut mich. Block erklärt. Granny Sam? Ich brauch die nicht mal mehr. Ja, im Mann. Oh, es ist delicious. Das schmeckt. Das schmeckt sehr. Ah, okay. Das Ding ist fertig. Schön. Was ist fertig? Ach, nix. Alles gut.
Technology discovered. Ich bin hier schon wieder mit Energie auf Null, wenn das passiert. So, eine Rebellion weniger. Wie kriege ich Roboter noch mal einfach runter? Doch, es müsste eigentlich gehen, dass man die letztlich zerstören kann, oder? So direkt kannst du die nicht runterkriegen. Du kannst sie nicht einfach zerstören, das ist das Problem daran. Oh, sie sind aber weniger geworden. Es sind nicht mehr so viele. Das heißt, sie verschwinden über die Zeit. Gab es nicht sowas mit so einem Rückbau? Vielleicht kannst du es. Ich weiß gar nicht, ob man den richtigen Roboter komplett verbieten kann. Ich glaube nämlich nicht, das ist das Problem daran. Du kannst ihn nämlich nicht komplett verbieten, dachte ich immer. Du kannst verhindern, dass neue entstehen, aber du kannst nicht verhindern. Oder du kannst nicht die alten löschen. Zumindest wäre das immer das gewesen, was ich dachte. Aber es sind deutlich weniger mittlerweile. Es kann natürlich, kommt natürlich auch drauf an, wenn das jetzt, was für Roboter das sind. Es gibt Roboter, die werden, wenn die zu irgendeinem Assimilierer oder sowas gehören, zum Schwarm, werden die automatisch vernichtet. Also du musst halt schauen, ob die geächtet sind. Ja, also in meine Touren des Scrollen durch die ganzen Rechte, die sind Staatsbürgerschaft unerwünscht, Lebensstandards nicht existent, Sklavereityp, Vertragstyp. Ich glaube, unerwünscht könnte sogar reichen, dass sie nach und nach einfach verschwinden. Ja. Glaube ich nicht. Ah doch, sind schon wieder weniger geworden. Du kannst ja mal schauen, ob auf dem Planeten, ob ganz rechts angezeigt, also da gibt es ja Wachstum, Immigration und Roboterrückbau, ja. Also Montage und Rückgang. Wenn die beim Rückgang aufgelistet werden, dann verschwinden die. Und da kannst du auch nachschauen, glaube ich, warum. Construction complete. Muss auf jeden Fall einen Rückbau geben. Auf meinen ganzen Habitaten ist keine mehr drauf. Und da waren früher auf jeden Fall. Das ist gut. Mit wem zum Teufel habe ich ein Wirtschaftsabkommen? Mit mir. Nee, das sind Forschungsabkommen. Ich weiß nicht, also ich habe mit einigen Leuten ein Wirtschaftsabkommen. Coalition of Wiss. Nee, danke. Nee, Wirtschaftsabkommen habe ich nur mit zwei. Ich brauche meinen Einfluss. Nee, ich verstehe. Dylan, willst du jetzt ernsthaft da unten bauen? Ist dein Ernst? Nur weil ich keinen Einfluss habe. Ich glaube, die Spannungen steigen zwischen zwei Personen. Also, die Grenzen werden erstmal sofort geschlossen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät.
Dann sollst du den Runden halt tun, aber du kriegst dein Schiff hier zumindest nicht zurück und deine Dinge werden immer dann auch. Das ist mir egal. Die Schiffe kriegt er sogar zurück, wenn er will. Er kann ihm zurück. Er kann die halt einfach Offmap zurückfahren lassen. Weißt du, Offmap? Er ist natürlich sehr stark. Construction complete. Aber ich glaube, Dylan ist halt auch schon so. Der ist halt schon ein bisschen eingeengt da. Ja, und? Das ist nicht mein Problem. Doch, du hast zu viel Gebiet genommen, muss man sagen. Nein, das doch, ist mir zugefallen. Die rechte Seite war zu viel. Das ist mir nur zugefallen, ne? Außerdem bin ich mir doch sicher, dass Barbo es viel mehr wünschen würde, wenn sein Gebiet bei mir jetzt ist. Allein Gibraltar in meiner Hand ist. Also ich würde tatsächlich sagen, dass alles vor bis zu Miklors Strudel auf jeden Fall theoretisch zu Dylan gehören könnte. Dann hättet ihr beide so einen guten Jokepoint. Dann hätte Dylan auch ein bisschen mehr Gebiet, er könnte seine Vasallen dann später noch integrieren und so weiter und so fort. Dann wäre Dylan auch. Seine Vasallen kann er so oder so integrieren. Ja, aber später dann. Also ich will natürlich nichts sagen, es ist jetzt dein Gebiet, Mond. Spannungen sind auf jeden Fall vorhanden. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum Dylan das macht und also, ich würde es glaube ich auch nicht anders tun. Obwohl ich denke, dass er meiner Meinung nach aktuell auf die... Weil ich halt... Alter. Naja, noch. Was hält denn Dylan davon ab, mich dann einzuladen? Ja, aber würdest du das tun? Oh, mal schauen, also wenn ich irgendwas im Gegenzug davon bekomme. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel gesagt, er wird mein Vasall und dann bin ich einfach gezwungen, da zu helfen. Oder ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja sogar noch zwei Gebiete, die vielleicht für dich interessant wären dort oben. Also zum Beispiel ganz, ganz viele Sachen. Es wäre natürlich geil, wenn ich dann in dem Moment dann mal einen Unabhängigkeitskrieg starte und es dann einfach einmal Total War gibt. Auf einmal sind alle im Krieg. Ja, und vor allem, wer auch immer gewinnt, der hat fett gewonnen. Vor allem so ein Krieg gegen Ryo ist halt auch immer... Obwohl, ich glaube beim Unabhängigkeitskrieg könntest du dann überhaupt mich dann einfach so fressen, oder? Weiß ich oder wär's nicht. Dann so, ist, wenn ich verliere, sollen wir es einfach mal kurz ausprobieren, Krieg ohne zu kämpfen? Nein, Fragezeichen. Ich hätte gern gewusst, ob du mich dann halt einfach direkt einverleiben würdest, wenn du in deinem Krieg ziehst oder nicht. Also ich sag, wenn du jetzt Krieg machst, dann gehe ich aber all in, Alter, das sag ich dir jetzt schon. Aua. Mir egal, ob ich verliere oder gewinne, ich bin auf jeden Fall dann all in, das lasse ich mir nicht gefallen. Dieses Experiment mit, oh, wollen wir mal testen? Vergiss es. Construction complete. Aber why? Oh yeah. Hast du deine Forschung in den Griff bekommen? Oh yeah. Muss ehrlich sagen, ich brauch gar nicht so viel. Das ist das Ding, ne? Psionika. Ist klar, mehr ist immer besser, aber... Ja, ich meine... Stimmt mich auch gerade nicht. Mich wundert halt, dass du immer noch ebenbürtig bei Forschung bist, obwohl ich, keine Ahnung, ein Vielfaches von deiner Forschung theoretisch habe. Ja, theoretisch. Ich habe wahrscheinlich viel früher... mehr Forschung gehabt und damit halt immer noch einen Vorsprung, weil es zählt halt nicht nur der aktuelle Wert rein, sondern auch die Forschungen, die du schon alle hast. Und ich bin der Meinung, ich habe jetzt alle und ich bin die ganze Zeit in den repetitiven Forschungen drinne. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich einfach frage, ob ich dann nicht mehr dein Vasall sein kann? Dann muss ich einen Haufen Einfluss zahlen. Wenn ich das nicht hab, dann sind wir im Krieg geführt. So, Pause ist aber wieder vorbei. Folge ist vorbei. Damn.
Ich hab's halt noch nie gehört. Das ist aber gut zu wissen. Ich dachte einfach, du kannst einfach sagen ja oder nein, aber dass du Einfluss brauchst. Ja, ich brauch den Einfluss. Du machst so gesehen einen Antrag. Und wenn ich den nicht ablehnen kann mit meinem Einfluss, dann sind wir, glaube ich, direkt im Krieg. Oder dann habe ich die Option, ob wir im Krieg sind oder ich lasse dich halt direkt. Ja, also die Option hast du auf jeden Fall. Ja. Aber den Einfluss hast du ja eh. Du gibst ja keinen aus. Bist du dir da so sicher? Nein, aber wieso? Wenn du so fragst, nein, aber wofür brauchst du Einfluss? Also ich kann dir jetzt sagen, ich habe gerade nur 118 Einfluss. Das heißt, wenn du das machen solltest, bekommst du auf jeden Fall durch. Und ich weiß gerade nicht, warum ich dir das erzähle, aber... Weil du darauf zählst, dass ich keinen totalen Krieg riskieren will. Wahrscheinlich das. Wahrscheinlich das. So. So, ich würde sagen, wir beenden einmal die Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.